ein Album entsteht natürlich nicht über Nacht, aber man kann das auch gar nicht so richtig an einem Zeitstrahl jetzt festlegen. Ich weiß gar nicht so richtig, wann die Arbeit anfing und wann sie letztendlich aufhört. Ich weiß nur, dass es sich ab jetzt richtig anfühlt und dass ich das erste Mal so weit bin, dass ich sage, jetzt ist es soweit, jetzt möchte ich es zeigen. Es fängt ja schon dabei an, dass man aus diesem Fundus an Songs, die man geschrieben hat, die Favoriten rauspicken muss. So, und dann geht es da meistens los, weil je mehr Leute man fragt, desto mehr Meinungen hat man. Und bis man sich dann wirklich mal entschieden hat und final sagt, das ist es jetzt, vergeht einiges an Zeit und einiges an Diskussion. Auf dem Album sind viele extrem unterschiedliche Songs. Aber wenn ich ein Fazit ziehen müsste oder irgendeine Botschaft, die ich damit übermitteln möchte, dann ist es, dass man einfach darauf vertrauen muss, dass die Dinge kommen, wie sie kommen sollen und am Ende alles immer gut wird. Sonst ist halt noch nicht das Ende. Es gibt auf dem Album viele Songs, die einen hohen autobiografischen Anteil haben. Und wer mich kennt, weiß bestimmt auch genau, welche Geschichte ich damit meine. Manche Geschichten erzähle ich auch gerne, manche deute ich nur an und würde eigentlich nie verraten, worum es letztendlich geht. Es gibt aber auch Songs, die einfach passiert sind, wie zum Beispiel Laserstrahlen. Und das autobiografische, dann hätte ich ein Problem. Man braucht Fotos, die vorne drauf kommen. Man möchte, dass alles ja auch optisch schön aussieht. Es ist so eine ganze kleine Blase, die man da erstellt, in der alles einfach passen soll. Man hat nur einmal die Chance für das erste Album. Und man möchte einfach zu 100% hinter dem stehen, was man dann veröffentlicht und was man dann zeigt. Es ist aber auch gleichzeitig extrem schön und eine ganz, ganz spannende Reise. Also ich bin so gespannt, wie die Musik ankommt. Es ist jetzt so viel Zeit und Herzblut in das Album geflossen. Ich freue mich einfach so sehr, dass es jetzt losgeht und dass ich endlich zeigen kann, woran wir so lange gearbeitet haben.